Meine liebe Freundin, ich grüße Sie im Namen der jesidischen Gemeinde, Lola. Ich wünsche alle Frauen dieser Welt, ganz besonders diese Frauen, die gegen die Ungerechtigkeit, gegen Gewalt, gegen Ungleichberechtigung Widerstand leisten, wünsche ich denen einen schönen 8. März, den Weltfrauentag. Wir freuen uns, heute bei unserer Freundin zu sein, bei der alevitischen Gemeinde so einen wichtigen Tag miteinander zu feiern. Die Aleviten und Jesiden haben viele Gemeinsamkeiten, haben viele Schicksalsschläge erlebt, durchdacht. Deswegen denke ich, dass wir unsere Kräfte bündeln, vor allem dem als Minderheit, sowohl religiös als gesellschaftlich. Der 8. März, was bedeutet sie für uns? Der 8. März bedeutet für mich, dass ich mir eine Welt ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne sexuelle Ausbeutung, ohne Unterdrückung, ohne Sklaverei wünsche und wünsche uns allen. Daher freue ich mich sehr, ganz besonders, dass wir in einem Land leben, wo wir sagen können, was wir sind, was wir glauben, was wir wollen. Ohne Angst zu haben, dass wir uns zu unserer Religion zu bekennen oder uns zu unserer Nationalität zu bekennen. Das freue ich mich, in so einem demokratischen Land, dass wir alle leben. Ich wünsche uns allen eine Welt, wo wir als Mensch akzeptiert werden. Wenn wir als Mensch akzeptiert werden, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass ob Frau, Mann, Kind, alt, jung, dann sind alle Menschen gleich. Deswegen wünsche ich uns allen eine Welt in Frieden, wo wir alle miteinander wie eine Mosaik, Menschenmenge, zusammenleben können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielen Dank nochmal für die Einladung. Applaus.